Tja, also heute wollen wir in unserem Sicherheitsprogramm über die Fahrlässigkeit sprechen. Fahrlässigkeit ist eigentlich etwas sehr Dummes, wenn man sich zum Beispiel irgendwo anlehnt. Oh, mein Kopf, so ausführlich wollte ich das eigentlich gar nicht demonstrieren. Da lacht man nicht, schlimm genug, wenn jemandem sowas passiert. Ihr lacht doch auch nicht, wenn eine Dame auf einer Bananenschale ausrutscht. Natürlich nicht, aber zurück zur Fahrlässigkeit. Lacht, Herr Meier! Ich glaube fast, der Herr Meier war der Herr Schneider. Weil's viel zu viele Buchstaben sind. Hey! Hast du noch nicht kapiert? Ich hab auch vergessen, wie es anfängt. Oh! Nicht O, mit A fängt's an. Na, wie bin ich wieder? Ganz groß. A, B, D, E, A, B, D, E. Du vergisst das C. A, B, D, C, A, B, D, C. Wo bleibt jetzt das E? Es kann auch mal aus der Reihe sein. Die Hauptsache, mir fällt's noch ein. Wie sollen die Leute das denn finden? Dann sing's am besten gleich von hinten. X, Z, S, T, W, V, Q. Du vergisst das U. L, M, N, O, P, P, R. Wer vergisst das U? Du! Soll ich dir sagen, dass mir's reicht? Jedoch zu zweit ist kinderleicht. So kinderleicht, wie's war mit T. Warum unser Lehrer mag? Weil wir uns waschen jeden Tag. Und wir kennen das B und U, außer unserem blöden U. Sitzen Gott sei Dank immer auf der letzten Bank. Spielen wir Schule, ich bin Lehrer, weil ich weiß, wie's geht. Nein, ich bin Lehrer, du bist viel zu blöd. Oh. Also vergiss nicht, nach dem A, B kommt das C. Welche C? Nicht C, C. Na ja, ich fang einfach in der Mitte an. RSVP, RSVP. Du vergisst das Q. Ach, immer du mit deinem Q. Und außerdem das U. Ich sag ja U und sag ja Q. Du meckerst immer rum. Ich meckere nicht rum, aber du bist dumm. Nochmal bitte von der Mitte. Ich sag lieber Zahlen auf. Viermal FZ, zweimal WV. Und wo bleibt das X? L, M, N, O, P, X, X. Dafür waren's jetzt drei. Zwei. Und soll ich dir sagen, dass mir's reicht? Jedoch zu zweit ist kinderleicht. So kinderleicht wie so bitte. Nett. Warum wollen wir euch sagen, da gehen wir zum Ballett. Wenn wir fleißig tanzen und unsere Pirouetten drehen, wird über uns zwei Wahnsinn, was in der Zeitung stehen. Hey, Fräulein Pavlova, tummeln Sie sich. Ganz entspannt, Bauch jetzt drin, Schultern runter, hoch das Kinn, rein den Po, besser so, ja so wird's schon, erste Position. Was sagten Sie? Erste Position, habe ich gesagt. Wie soll ich das machen, wenn ich ganz zusammengeknotet bin? Du. Eins und zwei und drei und nach hinten und dann nach vorn. Wenn ich das versuche, sausen mir die Ohren. Von allen Wochentagen ist Samstag besonders nett. Warum wollen wir euch sagen, da gehen wir zum Ballett? Nur im kurzen Röckchen mit blass-lila Schleifchen dran tanzen die Schneeflöckchen und den Sternenschwan. Hey, sterbender Schwan, du stirbst auf meiner großen Zehe. Du? Ganz entspannt,
Bauch jetzt drin, Schultern runter, hoch das Kinn, Hände vor, mit Grazie, denn jetzt kommt das Badüdü. Wieso Ade? Jetzt geht's los. Wieso Ade? Ja, wieso? Ich sagte Badüdü. Ja, so, das Badüdü. Eins und zwei und Bein hoch, wie höher noch bis zum Gesicht. Ich möchte gern wissen, wie hoch noch, noch höher geht es nicht. Von allen Wochentagen ist Samstag besonders nett. Wir lieben Herrn Westhagen, den Lehrer vom Ballett. Ganz entspannen, Bauch jetzt drin, Schultern runter, hoch das Kinn, Arme vor, halt, halt, stopp, aufgepasst, jetzt der Galopp. Von allen Wochen Tagen ist Samstag besonders schlimm. Da will uns Herr Westhagen zu Ballerinas trimmen. Das Jahr mit Paulchen Panther geht zu Ende. Es füllen seine Streiche 42 Bände, denn ganz genau so viele Wochen hat seinen Unsinn er verbrochen. Wir haben, was uns allen Freude macht, oft und von Herzen über ihn gelacht. So wie zum Beispiel über die Geschichten hier vom Bau. Sie wissen es sicher noch. Nein? Nicht mehr so genau? Das wussten wir natürlich. Darum zeigen wir auf jeden Fall die netten Frechheiten von Paulchen noch einmal. Wer auf dem Seil gehen will, der sollte wissen, dass dieses unter anderem abhängt von dem Gleichgewicht und dass zu leicht zu übersehenden Hindernissen kein Elefant gehört, auch mit dem Hütchen nicht. Was mit Gewalt man nicht beiseite schafft, wird von des Geistes Blitzes List hinweggerafft. Schießt der böse Feind aus zwei Geschützen. Es wird ihm die Verschwendung wenig nützen, denn wie es viele vor ihm schon getestet haben, sucht Paul und findet Schutz in einem Graben. Und auch der Helm aus Stahl hier bessere Dienste tut als beispielsweise ein Tiroler Hut. Dass ausgerechnet Bruder Tausendfuß kämpft unter fremden Fahnen, das konnte unser Grabenschreck nun wirklich gar nicht ahnen. Nicht weiterfahren kann das Schiff und schuld ist kein Korallenriff. Nein, schuld alleine ist der Rahmen. Ein Glück, dass wir vorüberkamen. Wie oft hat uns das Paulchen übers Ohr gehauen mit kleinen Lügen, großen Tricks und Dusseligkeiten. Nun sollten Sie um Himmels Willen darauf nicht bauen und glauben, dass Sie damit Ihren Lebensunterhalt bestreiten, mit Wellenreiten à la Paulchen. Denn scheint es auch nett, es handelt sich hier nur um Ventilator und um Bügelbrett. Ach ja, das war ja wohl die Geschichte mit dem Strauß. Jetzt die noch und dann ist es sicher auch bald aus und das für immer ja nicht nur für heute, das Paulchen geht und nimmer kehrt es wieder. Leute, jedoch für alle, die das Paulchen gerne hatten, sei hier sogleich was Tröstliches verraten. Es hat der Paul im Kreise seiner Trickverwandten, nebst Nichten, Neffen, Onkeln und auch Tanten, eine eingewanderte australische Cousine, ein nettes Ding und wie man sagt, eine flotte Biene. Die beuteltragende und schöne Adelheid kommt nun am Montag zur gewohnten Trickfilmzeit. Das heißt, fürs erste 5 Minuten vor 6:30, die Sendezeit ist erstmal so geblieben und will mit ähnlichen wie Paulchen Sensationen die treuen Trickfilmfans nun ihrerseits mit treu belohnen. Und schlägt für Paulchen heute auch die Abschiedsstunde. Es heißt noch heute, ringfrei, dann zur nächsten Runde. Merkt's euch, in einer Woche ist es schon soweit. Dann fängt sie an, die Trickfilmzeit mit Adelheid. Das ist sie nicht. Das ist ein Kind mit Luftballon, das sich vergeblich ihn mit Luft zu füllen bemüht. Und Paulchen, der den Knirps vergeblich pusten sieht, bietet sich hilfreich an und schwebt davon.
so, warum? Nochmal der Strauß? Mit Paulchen ist es also doch nicht aus? Doch, doch. Doch weil wir ihn so liebten, haben wir kein End gefunden und zeigen Paulchen jetzt nochmal für 3 Sekunden. Es sind die letzten. Ach, wie hatten wir ihn gerne. Doch Futsch ist Futsch und das sind nur noch Sterne.